Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung aus dem Bundestag und wir wollen heute über ein aktuelles Thema reden, nämlich über die NATO. Die hat gerade 75 Jahre gefeiert. 75 Jahren wurde sie mit einigen wenigen Mitgliedern gegründet. Dazu gehörte unter anderem auch die Türkei, noch nicht die Bundesrepublik Deutschland. Und das wurde heute oder dieses Jahr schon bereits an vielfachen Orten gefeiert als ein Bündnis des Friedens und manche sagen, es ist ein Bündnis des Krieges. Was ist es denn nun? Und darüber wollen wir heute ganz spezifisch reden mit jemandem, der gerade ein Buch darüber geschrieben hat, nämlich mit der Abgeordneten von Bündnis Sarah Wagenknecht, Sevin Dadelen. Und das heißt ganz einfach, die NATO, eine Abrechnung mit dem Wertebündnis. Das klingt ja ziemlich harsch für die Leute, die sagen, die NATO ist ein Friedensbündnis und sie hauen dazwischen und sagen, ganz das Gegenteil ist der Fall. Ja, also seit der NATO gibt es immer diese großen Mythen. Zu diesem einen Mythos gehört, dass die NATO ja ein Verteidigungs-, ein Friedensbündnis wäre. Aber allein vor 25 Jahren der völkerrechtswidrige Angriffskrieg auf die Bundesrepublik Jugoslawien stellt ja unter Beweis, dass es eben auch Angriffskriege geführt hat. Und das ist ja keine Form der Verteidigung. Oder beispielsweise 2011. Ein Regime-Change-Krieg, ein Angriffskrieg auch in Libyen geführt, 20 Jahre in Afghanistan. Die NATO-Führungsmacht USA hat an der Seite von Großbritannien und anderen NATO-Mitgliedstaaten den Irak überfallen. Alles ohne eine UN-Resolution, ohne eine völkerrechtliche Legitimierung. Insofern halte ich da diese Aussage, das wäre ein Verteidigungsbündnis, für einen Mythos. Ja, aber die Bundeswehr ist ja nach Afghanistan geschickt worden, um dort Stabilität herzustellen. Ja, die Bundeswehr ist dorthin geschickt worden, wenn ich die Bundesregierung zitieren darf, um Brunnen zu bauen, um ein soziales Jahr für die Bundeswehr zu machen, um die Mädchen in die Schule zu schicken und unsere Freiheit am Hindukusch zu verteidigen. Ich bezweifle, dass viele Menschen in Deutschland wussten, wo überhaupt der Hindukusch ist. Der Peter Schrupp, der das gesagt hat, der wusste das. Der war Verteidigungsminister. Das kann sein. Mag sein. Man weiß es wirklich nicht, ob die Leute wissen, wovon sie reden. Oftmals ist es ja auch in den USA der Fall, dass die Menschen gar nicht wissen, welches Land wo auf welchem Kontinent ist, wenn sie darüber reden. Ich bezweifle das, dass das ein rechtmäßiger Krieg gewesen ist, 20 Jahre lang Krieg in Afghanistan zu führen, mit hunderttausenden zivilen Toten. Zahlreichen Kriegsverbrechen, die bis heute ungesühnt geblieben sind übrigens. Und dieser Krieg wurde damals zum ersten Mal in der Geschichte der NATO als ein Fall des Bündnisfalles sozusagen der NATO, wurde es aktiviert. Als George W. Bush, der US-Präsident damals, hatte deklariert, dass es ein NATO-Bündnisfall wäre, wegen des Angriffs auf das World Trade Center 2001 in den USA. Das müssen Sie vielleicht noch mal erklären. Der Bündnisfall tritt ein, wenn Artikel 5 ausgelöst wird. Genau. Richtig? Ja. Und was passiert dann? Wann wird der überhaupt ausgelöst? Na, der wird ausgelöst, wenn eines der Mitgliedstaaten quasi angegriffen wird von einem Land. Und es gab diesen furchtbaren Terroranschlag auf 9/11. Nicht nur in der 11. September 2001 auf die Zwillingstürme in New York, aber auch Pentagon wurde angegriffen. Das war ja nicht nur in New York. Es waren Terroranschläge, die begangen worden sind von Al-Qaida. Al-Qaida übrigens, die in der Vergangenheit in Afghanistan von der US-amerikanischen Regierung unterstützt und aufgerüstet wurden, damals gegen die Sowjetunion. Ja, deshalb sage ich immer, man muss immer aufpassen, wenn man ein Frankenstein-Monster erschafft. Immer auch sich bewusst machen, dass dieses Frankenstein-Monster sich irgendwann gegen einen wenden kann. Und das war gerade auch mit Osama Bin Laden, dem Anführer damals der Al-Qaida und seiner Terrororganisation, der Fall. Man hat sich gegen die USA gewandt, hat diese furchtbaren Terroranschläge gemacht. Man sagt, dass die Beteiligten an diesem Terroranschlag, die meisten waren saudi-arabische Staatsbürger. Aber statt dem Krieg Saudi-Arabien zu erklären, was man vielleicht noch ansatzweise hätte nachvollziehen können, hat USA meiner Meinung nach aus geostrategischen Gründen Afghanistan sich herausgepickt und gesagt, wir erklären den Krieg Afghanistan. Dieser Krieg hat, also dieser Angriff quasi
gilt uns allen, gilt dem NATO-Staat USA und damit der gesamten NATO von Afghanistan aus, obwohl Afghanistan, die Regierung dort, nichts mit diesem Terroranschlag zu tun hatte. Und insofern halte ich das für keinen rechtmäßigen Krieg, der da stattgefunden hat, 20 Jahre lang. So barbarisch, wie man reingegangen ist und viele zivile Tote zu verantworten hat, ist man ja auch kopfüber auch wieder rausgegangen. Und obwohl es ja ein Bündnisfall, als Bündnisfall der NATO deklariert wurde und alle ja mitgegangen sind in diesen Krieg, auch die deutsche Bundeswehr, viele Bundeswehrsoldaten sind gestorben. Aber wir haben es nie als Krieg deklariert. Die Bundesregierung hat sorgfältig darauf geachtet, das Wort Krieg nicht zu benutzen. Doch, am Anfang. Mit Verteidigungsminister, ja, natürlich am Anfang, weil Krieg in Deutschland, Gott sei Dank, trotz des ganzen propagandistischen Trommelsfeuers, nicht populär ist. Die Bevölkerung in Deutschland ist mehrheitlich friedfertig, sie ist friedenstüchtig und sie möchte nicht kriegstüchtig sein, wie es die Ampelregierung jetzt möchte. Und da bin ich wirklich stolz auf diese Bevölkerung. Und sie hat hätte niemals diesen Krieg so als Krieg unterstützt. Deshalb hat man das verkleidet, moralisch übertüncht mit einer humanitären Intervention, eine Frauenhilfsorganisation, feministische Mission. Man möchte ja die Frauen, genau. Also ja, Krieg heißt Frieden mittlerweile. Ganz nach Orwell hat man das propagandistisch umgedreht, um den Menschen das schmackhaft zu machen. Wissen Sie, die meisten Kriege, fast alle Kriege in der Welt, beginnen immer mit einer Lüge. Ja? Und deshalb kämpfe ich darum, dass wir versuchen, wenn die Lüge den Krieg möglich macht, müssen wir versuchen, den Frieden durch die Wahrheit zu schaffen. Und zur Wahrheit gehört, dass man diesen Krieg damals angefangen hat, die ganzen NATO-Staaten mitgegangen sind und man gesehen hat beim Abzug der US-Amerikaner, dass sie sich einen Dreck scheren um ihre Bündnispartner. Denen sind Bündnisse egal und Partner auch nicht. Sie wollen einfach nur Vasallen. Sie sind einfach kopfüber abgezogen aus Afghanistan und haben niemandem Bescheid gegeben von den anderen NATO-Staaten. Haben wir alles miterlebt, ist erst 2 Jahre her. Ja. Ist noch nicht lange her. Eine Abrechnung mit dem Wertebündnis, schreiben Sie. Was ist denn so schlecht da an einem Wertebündnis wie der NATO? Das ist, natürlich habe ich nichts gegen Werte. Ich möchte nur in Frage stellen, ob erstens der Mythos Verteidigungsbündnis stimmt. Wir haben gesagt, nein. Vor 25 Jahren Völkerrechtswidriger Angriffskrieg auf Jugoslawien. Man hat 79 Tage lang Jugoslawien bombardiert, ohne einen völkerrechtsgemäßen Beschluss des UN-Sicherheitsrates zu bekommen. Und Bombardierung der chinesischen Botschaft. Genau, in Belgrad und auch natürlich die Fernsehanstalten. Die ganze Infrastruktur wurde bombardiert. Also so viel zu dem Krieg Russlands in der Ukraine, dass es noch nie so einen schlimmen Vernichtungskrieg gegeben hätte, der auch auf die Infrastruktur zielt. Natürlich gab es auch diese Kriege zuvor. Jeder Krieg ist furchtbar. Jeder Krieg beinhaltet Verbrechen, auch gegen Zivile und vor allen Dingen auch Infrastrukturen. Und dieser Krieg hat uns gezeigt, dass es ein Angriffsbündnis, ein Kriegsführungsbündnis geworden und die Kriege danach auch. Und das ist ein zweiter Mythos, der immer wieder behauptet wird, dass die NATO ein Wertebündnis sei von Demokratien, von Rechtsstaatlichkeiten, sich um die Menschenrechte kümmert oder zur Durchsetzung von Menschenrechten da ist. Und das hält aber einfach mit der Wahrheit, mit der Realität einfach nicht stand. Ja? Die Realität ist, dass in den letzten 20 Jahren die NATO-Führungsmacht USA mit ihren Verbündeten Kriege geführt hat im Namen des sogenannten Kampfes gegen den Terrors. Und diese Kriege haben laut einer renommierten Universität in den USA, der Brown-Universität, 4,5 Millionen Menschen getötet. 4,5 Millionen Menschen. Da fragt man sich, welche Werte waren es so viel wert, 4,5 Millionen Menschen zu töten? Aber muss man sich nicht zunächst fragen, was waren die Ursachen für diese Intervention? Achso, Sie sagen, der Zweck heiligt die Mittel. Nein. Das wollte ich nicht sagen. Ich stelle Ihnen nur eine Frage. Ja. Man muss ja gucken, warum sind diese Kriege entstanden? Die entstehen es ist ja nicht nur weil die Kriege. Der Präsident einmal mit den Fingern schnippt. Ja, es sind ja aber nicht nur die Kriege. Es sind ja auch also von einem Wertebündnis, was für sich beansprucht, die Menschenrechte international durchsetzen zu wollen, würde ich in Frage stellen, warum man ein Folterlager bis heute unterhält, nämlich in Guantanamo, wo Menschen ohne Anklage, ohne ein Verfahren, ohne irgendein faires Verfahren, dort unter Folter gehalten werden bis heute.
oder eben 4,5 Millionen Tote. Oder eben, dass fast 14 Jahre lang ein Journalist, der US-amerikanische Kriegsverbrechen im Irak öffentlich gemacht hat oder Kriegsverbrechen der NATO-Staaten in Afghanistan öffentlich gemacht hat, 14 Jahre lang von der NATO-Führungsmacht USA drangsaliert, schikaniert wurde, in die Ecke getrieben wurde und gefoltert wurde in einem Hochsicherheitsgefängnis in London, nämlich der Journalist Julian Assange. Also das stelle ich in Frage, dass das dann ein Wertebündnis ist, wenn man denn in der Realität diese Tatsachen sehen kann. Ja, Julian Assange ist ja ein anderes Kapitel. Der ist ja nun gerade freigekommen und er sah nicht danach aus, als war er schwer gefoltert worden. Natürlich ist er gefoltert worden. Der UN-Sonderberichterstatter zum Thema Folter von den Vereinten Nationen, Nils Melzer, hat ihn besucht mit unabhängigen Ärzten, so wie es die UN-Sonderberichterstatter machen. Und sie haben bei ihm Folter festgestellt. Folter ist ja nicht immer nur physische Gewalt, das wissen wir. Das wäre ja archaisch an dieser Definition festzuhalten. Wir wissen, dass auch natürlich psychologische, weiße Folter stattfindet und einen Menschen genauso zerstören kann, wie wenn ich versuche, einen Menschen zu ertrinken. Also Stichwort Guantanamo. Ich für meinen Teil sage halt, diese Mythen halten mit der Realität nicht stand. Zu einem anderen Mythos gehört eben auch, dass die NATO ja immer ein Bündnis von Demokratien gewesen wäre. Das ist historisch eine glatte Lüge, wenn man bedenkt, dass ein Gründungsmitglied Portugal war unter dem faschistischen Diktator. Ja, unter dem faschistischen Diktator Salazar, der Afrikaner in Konzentrationslagern foltern ließ bei seinen Kolonialkriegen in Afrika. Also man hatte keine Probleme mit solchen Diktaturen oder mit Faschismus. Auch mit Franco, dem Spanier, hat man Sicherheitsabkommen, bilaterale gemacht. Ja, aber jetzt mit Verlaub mal, das sind ja die Einzelhandlungen der Nationalstaaten und die in Verbindung zu setzen mit einer Gesamtpolitik der NATO und zu einer Abrechnung mit dem Wertebündnis zu machen, ja, das erschließt sich mir nicht so ganz. Die NATO behauptet von sich, Herr Brinkmann, dass sie ein Bündnis von Demokratien sei und von Rechtsstaaten. Ja, und wie, zu welchem Zweck wurde die NATO gegründet? Nein. Vor 75 Jahren? Der Zweck ist natürlich was anderes. Es gab eine Systemauseinandersetzung gegen die Sowjetunion. Aber die Frage ist doch, ist diese Behauptung wahr? Und ich sage, sie ist unwahr, weil allein schon ein Gründungsmitglied wie Portugal eine faschistische Diktatur war. Oder die Türkei 1980 einen Militärputsch hatte. Kann man von einem Militärputsch und Demokratie sagen, dass das ein und dasselbe ist? Ich behaupte nein. Oder nein, ich glaube, wir bringen etwas durcheinander. Die NATO ist ja gegründet worden als Schutzmechanismus gegen die sowjetische Politik, die darauf aus war, den Westen zu destabilisieren. Deswegen haben die Portugiesen mitgemacht, weil sie die Flanke schützen mussten. Deswegen haben die Türken mitgemacht, weil sie Angst hatten, dass sie überrollt werden. Damals war die Türkei militärisch stark, aber nicht wirtschaftlich stark. Das heißt, es hatte ja alles seine Gründe, dass man sich zusammentat, weil man einen gemeinsamen Feind hatte. Nein, die Gründung der NATO ist eine Gründung seitens der USA zur Förderung, zur Wahrung und zur Durchsetzung ihrer geostrategischen Interessen. Ja, ist doch klar. Ja, die NATO wurde gegründet. Das Vorläufer vom Modell ist der Vertrag der lateinamerikanischen Staaten, der OAS-Vertrag, um eine Pax Americana zu errichten. Das hat die USA, die Führungsmacht der NATO, angefangen in ihrem Vorhof quasi, nennen sie das ja, Lateinamerika. Und dann haben sie gesagt, auf dem europäischen Kontinent möchten wir das auch haben. Europäisch, transatlantisch, damit wir diesen Kontinent auch unter unsere Einflussgebiet bringen, also eine Pax Americana. Das ist das Ziel, das ist die Gründungsidee der NATO war das. Und dazu sollte natürlich auch dienen, gegen die Sowjetunion ein Bollwerk zu errichten. Genau. Aber im Grunde genommen ging es immer nur darum, die Interessen der USA durchzusetzen. Ja, ist ja unwidersprochen. Aber jetzt machen wir eine kleine Denk- und Werbepause, dann sind wir wieder da und wir reden mit Frau Sevelin Dagdelen. Sie ist Abgeordnete im Bündnis Sarah Wagenknecht im Bundestag und vorher bei der Linken gewesen, richtig? Richtig. Und dann zu BSW gewechselt. Wir diskutieren gleich weiter über ihr Buch, Die NATO, eine Abrechnung mit dem Wertebündnis. Bleiben Sie dran, bis gleich.
Zurück in unsere Sendung aus dem Bundestag und ich rede heute mit der Abgeordneten vom Bündnis Sarah Wagenknecht, Sevin Dardelen. Sie fliegt morgen nach Washington, dort ist die große NATO-Tagung und da sind wir bei dem Thema. Die NATO ist heute im Umbruch aus einem Friedensbündnis, das sie nie war, wie aber andere sagen, soll ein noch stabileres Bündnis werden, ob jetzt zum Kriege oder Frieden, das ist die Frage und die stelle ich Ihnen. Was soll denn die NATO jetzt zum Beispiel in der Ukraine machen? Soll sie sich beteiligen? Soll sie rausgehen? Haben wir einen Bündnisfall? Haben wir nicht? Oder liefern wir nur Waffen, um den Krieg zu verlängern? Was ist Sinn und Zweck der NATO heute dort, wo es solche Kriege gibt, wie in der Ukraine, ein Staat überfällt einen anderen Staat? Sollen wir still sein? Nein, darum geht es nicht. Also zunächst einmal muss man sagen, die NATO scheint ja nur auf dem Höhepunkt ihrer Macht zu sein, zum 75. Jahrestag jetzt, dem Jubiläum und dem Washingtoner Gipfel. Ich dagegen sehe die NATO in einer existenziellen Krise aufgrund ihrer Eskalationspolitik, aufgrund ihrer, also beispielsweise in der Ukraine. Da wird immer nur auf die militärische Karte gesetzt und immer weiter eskaliert gegen eine Atommacht in einem nicht gewinnbaren Krieg gegen Russland. Das zweite ist durch die Expansion, weil man immer mehr die NATO auch in Asien ausbreitet, obwohl es ja transatlantisches Bündnis ist, ist es jetzt auch im Indopazifik und möchte gerne dort ein Verbindungsbüro in Japan eröffnen, möchte mit Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland noch mehr Abkommen beschließen. Die werden ja auch auf dem NATO-Gipfel in Washington dabei sein, diese Staaten. Und man möchte auch perspektivisch überhaupt nicht ausschließen, dass auch asiatische Staaten Mitglied der NATO sein können. Also wir haben die Gefahr einer NATO-isierung Asiens in eine Konfrontation gegen China. Und der dritte Aspekt, warum ich die NATO in der Krise sehe, in einer existenziellen, all das ist verbunden mit einer massiven Hochrüstung, was natürlich im Umkehrschluss mit sozialen Kürzungen in der Innenpolitik einhergeht. Das sieht man ja ganz aktuell beispielsweise in den Haushaltsdebatten des Bundestages, der Bundesregierung. Die Bundesregierung sagt, wir müssen mit Einschneidungen rechnen, mit Kürzungen muss gerechnet werden. Wir müssen uns jetzt beschränken. Wo wird beschränkt? Bildung, Gesundheit, Infrastruktur und immer Geld, aber für den Krieg in der Ukraine oder für Militär und Rüstung. In der Ukraine brauchen wir ganz dringend einen Waffenstillstand und nicht diese absurden Diskussionen, hochgefährlichen, wahnsinnigen Diskussionen darüber, ob man NATO-Truppen entsenden soll in die Ukraine, wie es der französische Präsident noch Präsident Macron sagt. Ja, aber wer soll denn einen Waffenstillstand anbieten? Die Ukraine oder die Russen? Also wenn man muss ja von irgendeiner Seite kommen und sagen, so jetzt hören wir auf. Naja, Russland hat ja gesagt, sie sind mehrmals bereit zu verhandeln. Ja, aber jetzt kommt der Satz, aber wenn wir das alles behalten dürfen, was wir besetzt haben. Nein, man ist, also erstens möchte ich sagen, ich glaube, der Westen hat einen sehr, sehr großen Fehler gemacht, indem er die Verhandlungen in Istanbul zwischen Ukraine und Russland torpediert hat. Das waren die USA und der britische Premier Boris Johnson damals unter Mitwirkung einer wirklich diplomatisch ausgezeichneten Mediation der Türkei hat man es erreicht, dass zwischen Ukraine und Russland gut verhandelt wurde, viel bessere Bedingungen damals, als es jetzt der Fall ist für die Ukraine übrigens. Es gibt ein Angebot aber jetzt von Russland unter den jetzigen Frontverlauf sozusagen, einen Waffenstillstand oder ein Einfrieren erstmal zu ermöglichen. Und ich sage Ihnen eins, Herr Brinkmann, besser heute, man geht auf dieses Angebot ein, als morgen, dass die Grenzen noch weiter sich verrücken. Und man muss ja irgendwo anfangen, weil ich finde, ein Waffenstillstand in einem Krieg, so wie auch bei Gaza, ist nicht alles. Aber ohne einen Waffenstillstand ist alles nichts. Wir brauchen den Waffenstillstand, um überhaupt an den Tisch sitzen zu können und verhandeln zu können. Und dann muss man natürlich unterstützen, dass es weder dem einen Konfliktpartei noch der anderen ein Diktatfrieden gemacht wird, sondern dass man versucht, eine Lösung zu verhandeln, mit der alle Seiten leben können. Ja, aber die Lösung ist doch ganz einfach für viele in Deutschland und die Mehrheit in Deutschland. Die sagen, Russland muss aufhören, diesen Krieg zu führen. Und Russland muss sich zurückziehen auf seine alten Grenzen, das heißt alles erobertes Gebiet zurückgeben. Und dann haben wir einen Waffenstillstand, der auf einer reellen und gerechten Basis macht. Warum soll denn die Ukraine jetzt sagen, okay, ihr kriegt alles, was ihr erobert habt, wir machen mit euch Frieden,
aber wir wissen nicht, ob wir uns nicht morgen wieder überfallen. Das ist doch nicht realistisch. Nein, also realistisch ist es jedenfalls nicht zu glauben, dass man mit immer mehr Militär, immer mehr Waffen eine Atommacht Russland bezwingen kann und in die Knie zwingen kann. Kann man. Das hat schon mal ein Land gemacht. Afghanistan hat die Sowjetunion besiegt. Ja, wir haben aber jetzt eine ganz andere Situation. Das ist Afghanistan gewesen. Wir haben jetzt die Ukraine. Das ist ein elementares, existenzielles Sicherheitsinteresse Russlands. Die haben immer gesagt, das ist für sie die rote Linie. So wie es für die Großmacht USA auch eine rote Linie ist, ob es Militärmaterial gibt, der Russen beispielsweise vor ihrer Haustür in Mexiko oder in Kuba. Sie erinnern sich, ja wahrscheinlich an die Kuba-Krise. Ja, aber das sind, verstehen Sie, das ist ja, ja, aber ich versuche Ihnen nur eine Sache. Es ist ein Wunschdenken, zu glauben, wir leben in einer friedlichen Welt. Es gibt Großmächte, sie haben ihre Einflussgebiete, sie beanspruchen für sich auch einen Sicherheitskorridor quasi um sie herum. Das beanspruchen sie und Russland sagt, ihr missachtet mein Sicherheitsinteresse seit Jahren. Durch wen ist denn Russland bedroht worden? Na, es geht letztendlich ja darum, dass Waffensysteme der NATO immer näher an die Grenzen Russlands sind. Wer sagt denn sowas? Sind. Was heißt denn das? Das, das sind ja Fakten. Wenn man zurückgeht auf den Februar 22, da hat doch die Ukraine der Sowjetunion, der Russland nicht gedroht, dass die Ukraine Russland überfällt oder irgendwelche Waffensysteme an die Grenze geliefert hat. Das ist doch mitnichten so. Nein, also man hat ja schon... Wer hat denn wen bedroht? Also, nein, es ist so, dass Russland sich bedroht fühlt in ihrer Sicherheit durch die NATO. Denn? Wenn Sie erlauben, will ich Ihnen das beantworten. Durch die NATO-Osterweiterung, dass immer mehr NATO-Truppen, und das ist ja nicht so, wir haben ja eine ständige Brigade jetzt, die Bundeswehr ist an der Grenze Russlands im Baltikum stationiert. Das, was ja, früher nicht, doch nicht niemals, damit die Bundeswehr Russland niemals, überfällt. Nein, Sie sagen, Sie wollen nicht überfallen. Sie müssen doch, wenn Ihr Nachbar sagt, das und das bedroht mich, dann kann Sie natürlich daraus missachten. Und sagen, das ist mir völlig egal, was du dir vorstellst. Ich werde weiter das machen. Ja? Ich werde die Wand zwischen uns immer dünner machen. Ich werde da verschiedene Sachen anbringen. Und der Nachbar fühlt sich bedroht. Und sie sagen, das ist mir völlig egal. Und irgendwann schwappt es dann über. Und ich sage, in der internationalen Politik ist es so, dass man die Sicherheitsinteressen anderer Länder anerkennen und auch respektieren sollte. Ich sage nicht, man soll sie sich zu eigen machen. Aber es ist halt wichtig, dass man das anerkennt und versucht, einen Interessensausgleich hinzubekommen. Und durch die Osterweiterung der NATO, entgegen aller Versprechungen, die gemacht worden sind der Russischen Föderation, das habe ich auch in meinem Buch klar dargestellt mit Dokumenten aus den Archiven, die Beweise sind alle da. Und es ist auch meiner Meinung nach ziemlich nachvollziehbar, wenn das auch Konservative machen, der ehemalige Minister Genscher. Und wenn wir eine Osterweiterung haben und wenn wir das NATO-Raketenschild, wurde ja gesagt, angeblich gegen Iran, aber letztendlich hat Russland sich sozusagen bedroht gefühlt, dass die Waffensysteme einen viel weniger Zeitraum zum Schutz der eigenen Bevölkerung, des eigenen Landes Russland lassen. Wenn man diese Situation missachtet oder ignoriert, dann ist natürlich, muss man damit rechnen, dass da eine Konfrontation entsteht. Ich verurteile diesen Krieg in der Ukraine. Das ist für mich ganz klar ein Bruch des internationalen Gewaltverbots. Ja, aber durch wen denn? Durch Russland. Durch Russland. Doch nicht durch die Ukraine. Ja, natürlich ist und das Russland so. Könnte noch jetzt sagen, wir beenden den Krieg. Natürlich könnten sie das machen, aber das tun sie nicht. So wie andere Länder auch, wenn sie ein anderes Land überfallen, das nicht immer sofort tun. Nein, ich verstehe, die Kriegslogik ist doch nicht, wenn wir sagen zu einem Staat, du kannst den Krieg sofort beenden, beende das mal. Und wenn das Land das nicht macht, was machen sie denn da? Doch, die Kriegslogik besteht doch genau darin, in diesem Falle, wenn ein Land ein anderes ohne Grund überfällt und dem anderen die Schuld gibt und sagt, du hast uns bedroht durch was, da sage ich doch ganz einfach, du hast mich aber überfallen. Ja, Sie behaupten, nicht, dass das ohne habe. Grund geschehen ist. Ich sage Ihnen, die Russen sagen, sie haben ihre Gründe, nämlich
die NATOisierung der Ukraine. Und auf dem Washingtoner Gipfel soll ja sogar darüber beraten werden, über die Mitgliedschaft der NATO. Und eine Mehrheit in Deutschland, weil Sie es angesprochen haben, eine ganz klare Mehrheit in Deutschland lehnt den NATO-Beitritt der Ukraine ab. Über 55% in Gesamtdeutschland, 70% in Ostdeutschland lehnen das ab. Und ich halte es für unverantwortlich, eine Politik gegen die Mehrheit der Bevölkerung hier in diesem Land zu machen. Ja, es ist doch noch gar nicht geschehen. Ja, aber die treiben das ja weiter. Sie haben ja gesagt, sie wollen daran festhalten. Ja, natürlich redet in man darüber. In der Bundestagsdebatte wird darüber festgehalten, obwohl man weiß, dass der Schlüssel zur Lösung des Ukraine-Krieges darin besteht, zu sagen, Ukraine wird ein neutraler Staat sein. Warum und kein sollen die Mitglied letzte der Frage, NATO. Da sind wir nämlich am Ende. Warum soll die Ukraine denn das sagen? Warum? Die ist doch ein souveräner Staat und der Staat wehrt sich gegen den Überfall eines Nachbarstaates. Erstens würde ich sagen, das sollte im Interesse der Ukrainer sein, wenn sie in Frieden leben wollen. Aber auch wenn die Ukraine sagt, sie möchten Mitglied werden, wissen Sie, die NATO ist sowas wie so ein Hasenzüchterverein. Wenn Sie Mitglied in einem Wie heißt der Verein? Wenn Sie Mitglied in einem Hasenzüchterverein. Wenn Sie Mitglied in einem Hasenzüchterverein sein wollen, dann müssen Sie einen Antrag stellen. Über diesen Antrag beraten die anderen Mitglieder und die entscheiden darüber. Und das ist eine demokratische Entscheidung. Und das ist auch der Grund, weshalb man sozusagen, auch die EU ist genauso, man sollte kein Land in ein Bündnis aufnehmen, was ganz klar in einem Territorialkonflikt sich befindet. Und das halte ich für unverantwortlich, dass man der Ukraine den Anschein erweckt, diese Illusion mitgibt, perspektivisch, dass sie beitreten könnten der NATO oder auch beispielsweise der Europäischen Union. Die Ukraine erfüllt die Kriterien nicht. Ja, deswegen werden sie auch nicht aufgenommen. Ja, aber man hat den Beitritts Prozess jetzt begonnen in der EU. Da und kommt wenn ja ein Satz, mit Verlaub, ein Satz, wenn der Krieg zu Ende ist, reden wir über neue Sicherheitsmechanismen. Ja, aber andere, so es gibt auch andere Kriterien, die die Ukraine gar nicht erfüllt. Und Sie haben eine Sache, missachten Sie hier. Die Beitrittsverhandlungen haben begonnen und damit auch der Zustrom an Geld. Deutsche Steuerzahlerinnen und Steuerzahler bezahlen 24% des EU-Haushaltes. Diese Ukraine wird jetzt massenhaft, millionenhaft Vorbeitrittshilfen bekommen, obwohl es korrupt ist, obwohl die Opposition unterdrückt wird, obwohl es in einem Krieg sich befindet. Anstatt jetzt an dem Frieden zu arbeiten, gibt man ihnen die Perspektive, in die EU reinzukommen oder auch in die NATO. Und das halte ich für unverantwortlich. Alles nachzulesen in diesem Buch. Wir sind nämlich am Ende und ich habe schon Zeichen. Das rote Licht leuchtet, Zeit weit überschritten. Aber so ist das immer, wenn man über Abrüstung und Frieden spricht. Ich bedanke mich bei Sevin Dadalin. Sie ist Abgeordnete im Bündnis Sarah Wagenknecht und hat ihr Buch geschrieben, Die NATO, eine Abrechnung mit dem Wertebündnis. Kann ich nur empfehlen. Und wenn, dann diskutieren wir sie genauso hitzig wie wir beide hier. Ja? Aber so ist das halt. NATO ist eine Frage zwischen Frieden und Krieg. Und das erleben wir gerade in der Ukraine. Und wir hoffen beide, dass das sich auf kein anderes Land ausdehnt. Vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank, dass Sie so heftig mit mir diskutiert haben. Und vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Wir sehen uns wieder nächste Woche Montag, wie immer, 20.15 Uhr aus dem Bundestag. Gute Reise nach Washington. Danke sehr. Ja, und erheben Sie Ihren Zeigefinger, dass er gesehen und gehört wird. Vielen Dank und tschüss.